Hallo und willkommen zum dritten Leg der Memorial Tour. Heute geht es von schönen Stadtland und von schönen weg aus nach Island, nach Reykjavik in die Hauptstadt. Flugplan alles ist schon soweit ausgefüllt, eingetragen. Und dann lese mal die Lokbeschreibung vor. Der dritte Zwischenstopp ist Bravo India Romeo Kilo, der Flughafen Reykjavik in Island. Hier wirst du auf eine atemberaubende Landschaft aus Vulkanen, Gletschern und geothermalen Quellen stoßen. Nutze die Gelegenheit, um die berühmte Blaue Lagune zu besuchen oder eine Tour entlang der Golden Circle Route zu unternehmen, bevor es wieder in die Lüfte geht. Bevor du wieder in die Lüfte gehst. Auch hier muss ich gleich gehen. Ich war noch nie in Island. Aber hier so von euch hören, sagen, soll es hier ziemlich schön sein. Von der Blauen Lagune und der Golden Circle, gut, habe ich noch nie was gehört. Ich sage, okay, habe mir ein Bild angeschaut. Sagt man tatsächlich gar nichts. Und die Golden Circle Route. Okay, das ist einfach so eine Art Wanderweg. Wir werden zwischen Stopps und so, okay. Dann kann ich von der Seite auch schon losscrollen. Werde einfach die Karte aus da, so kann ich scrollen. Aber hier gibt es keine Departure-Route, hat er von Wind hier aktuell auf der 3 anstarte, kann ich dann direkt Richtung VfL einfach umgehen nach dem Start. Reiseflug ist auch hier wieder 240. Habe ich vermutlich so einen Call gefunden. Hier kann ich ganz nicht den für das Cockpit anstellen. Aber ich glaube, ich lasse trotzdem bei Tag. Sieht auch von der Landschaft aus schöner aus. Da ich ja doch die meiste Zeit mehr unter den Wolken fliege. Bei der Tour alles sonst über den Wolken. Da sieht man dann auch etwas.
Hier, der Quell hier und da dann. Transponder ein Dorsend on. MQH ist 972 und Transition Flash Level Transition Altitude liegt bei 3000. Tanken habe ich vergessen. Wie beim letzten Mal auch schon. Da sind 440 Kilo. Wieso steigt der Karte nicht? Autopilot ist drin, Nav. Hier noch. Wieso ist denn am Steigen? Autopilot on. Banking, banking. Nav, climb. Fahr mal Fahrwerk ein. Aktuell ist einfach, ich war nicht am Top 6 ist am Steigen. Dann kann an mal starke Karte mal. Es scheint nicht alles in Ordnung zu sein. Und das ist das Wichtigste.
Gunnar Standard 1013.10.000 Pool nennen gleich auf. Dann schönen Flug nach Island. Ich hoffe, dass das Wetter über den Färöerinseln schön ist, dass man auch was von den Inseln sieht. Was nachgeschaut auf Wetterkarte, das sollte nichts sein, aktuell nichts. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und dann haben wir uns wieder für die Landvorbereitung.
Also dann bis später.
Hallo und willkommen zurück für die Landevorbereitung für Reykjavik. Von Wind her würde ich auf der Tor einschlanden. Mal wie der schöne Street in ist. Genau, Ernav, Alpha, Ramel unbekannt, aber wohl Lokal dann eben auf die 3-1 geht. So, wie komme ich am besten rein? Mit nee, mit haben wir versehen Ehren Afghani 01. Ja, übergehe mir Not. Dann werde ich aber den W-Punkt rauslöschen. Intercept 3000. Eins ist die Höhe. Elf Komma eins mal 11,5. Wie vor dem Flughafen 1500. So, und bin sogar schon da. Und die sind dann 3001. Da die sind. Noch einmal den Punkt löschen, das ist Dare Chemie aktiv.
Ich glaube, den einen Mittelpunkt des NTP-Kreises ist immer eventuell ein Fehler gewesen und vielleicht doch direkt rein sollen. Jetzt habe ich noch normalen, so ein Pfannenfrick sind auch nochmal 6, also 15 Meilen könnte sich ausgehen. Weil man da auch hier der Gunhar ist ziemlich niedrig mit 9,65. Sogar leichter Schneeregen, Wind ist auch etwas stark, 0,10 mit 10 Knoten. Wir haben jetzt noch spontan um den Ziehen. Gunhar 965. Ja, 9000. Und Landingflash on. Deckel habe ich vergessen, Ausschluss an den Schulkar. Approach on. Weil ich auch hier etwas, glaube ich, mich etwas verplant habe. Von der Flughöhe. Ja, ich glaube. Endminute verplant. Gut, den Notfall kann ich nochmal auf Vorfahrt wechseln im Anflug. Das sollte das weniger das Problem sein.
Wieso fliegt du das im Kreis? Ich glaube, hätte doch nicht auf Siebels löschen sollen noch. Ich glaube, hab's etwas zu früh gelöscht. Meine Frage geht jetzt noch um den Anflug. Der Anteil sieht natürlich super, dass ich zur Höhe abbauen kann, natürlich nochmal. Auch wenn es ungeplant war. Weil es auch hier nirgends von Vorstellung in dem Bereich eingezeichnet ist. Aber bringt mir halt trotzdem nichts, ich bin halt immer noch 6000. Okay. Autopilot off. Und ich gehe manuell. Auch wenn ich gerade nichts wirklich sehe. Nur etwas unter die Wolken kommen, dass ich Kami besser sehen kann. Super, weil Gott bin ja viel zu schlimm Anflug. Geartown. Man tauschen, Sack. Flaps, Mann. Also fahrt ihr wieder ein und versucht so wie ich sonst auch immer ohne Klappen zu landen, wenn ich mit der Cessna fliege. Weil ich ja deutlich besser kann, wie ich Gold gefunden habe. 500, Sack. 11 zu niedrig. 300. So nochmal beschleunigen. So, erster Leck. Vorteil kam viel zu früh abgestürzt.
Schweizer letztendlich immerhin an der Schokan gekommen und mal jetzt bin ich auch schon so an der Patakan. Ja. Ich glaube, es scheitert bei mir an der Geschwindigkeit bei der Landung. Also muss halt, ich wollte, muss die richtige Einflussgeschwindigkeit herausfinden noch. Und wenn ich die habe, dann sollte ich herausgefunden habe, sollte alles passen. Dann ich kann kurz nachschauen, was die Anflussgeschwindigkeit ist. Landing Vertical Integrated 100, also mit 100 Knoten. Okay, alles. Bin ich gar nicht so schlecht mit Anflussgeschwindigkeit. Bin ich ungefähr dort. Gut, dass ich mit dem hab eigentlich auf ein Stück nach hinten gezogen, um mit die Nase zu heben, das aufsetzen. Da kann ich es, glaube ich, irgendwie so später, keine Ahnung. So bin ich nicht, ob ich ja gestern im Vorfeld. Wir kommen da hinten wohin. War halt hier nur ein einziges Mal gewesen bis jetzt. Landing Light brauche ich nicht mehr. Ich glaube, ich stelle mich hier hinten hin. Wie gesagt, war ich hier in Reykjavik nur ein einziges Mal gewesen. Ansonsten war ich halt immer nur am größeren Flughafen in Keflavik drüben. Wohl laut Karte sollte dahin
denn sich noch ein E-Prinzip befinden, den ich in Kolle. E-Prinz 7. Da hinten. Ich glaube, wir dürfen auf der Turbopop-Welttour etwas ungewohnt sein. Nicht ein Geh-So-Konz, sondern irgendwo ins Vorfeld. War schon mit der Cargo-Welttour geflogen bin, ungewohnt gewesen, ständig zum Cargo-Ebren zu crawlen. Und dann begeistert an manchen Flughäfen findet, die man nicht kannte zuvor. Er bleibt hier stehen. Wie die Triebwerke aushält, habe ich auch noch nicht herausgefunden. Dann bedanke mich fürs Dabeisein. Als nächstes geht es weiter Richtung Polarkreis auf die Nachbarinsel, auf die größte, um einiges größere Nachbarinsel. Bis dahin, euren schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. So.